Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mutu Fuzzi. Ja, heute sind wir mal wieder unterwegs und zwar heißt der Titel hier Ab ins Kloster. Wir fahren heute mal ins Kloster und zwar, ja, meine Freundin wollte unbedingt dorthin. Orthodoxe Kirche oder was das da ist und wir fahren da jetzt hin und wir sind jetzt hier fast bei El Burgo und da fange ich jetzt mit dem Aufzeichnen an. Ich habe die andere Kamera auch dran, mal sehen wie das hört, habe mal wieder nach Satelliten gesucht. So, dann würde ich sagen, dann geht's los. Und los geht's. Also wie gesagt, wir sind fast in El Burgo. Naja, noch ein bisschen müssen wir noch fahren bis El Burgo. Aber eine schöne Stelle, um die Kamera einzuschalten. Und jetzt geht's erstmal wieder hier in die Montagna. Und wir fahren heute ins Kloster. Also ich nicht, meine Freundin möchte da unbedingt hin, wahrscheinlich ihre Sorgen ablassen oder weiß ich nicht was. Und ja, das ist ein bisschen abgelegen, nordwestlich von Ronda. Und in der Zeit, wo sie da ist, vielleicht kann ich schon mal ein bisschen die Landschaft erkunden. Wir wollten dann eventuell, je nachdem wie es die Zeit reicht, danach dann nochmal nach Sahara de la Sierra, heißt das glaube ich. Und ja, dann schauen wir uns da noch ein bisschen Landschaft an. So, jetzt fahren wir erstmal hier ein bisschen Kurven. Ja, sehr viele Motorradfahrer heute unterwegs in den Restaurants, am Straßenrand, überall stehen Motorräder. Was ja immer interessant ist hier bei den Motorradfahrern, zumindest in Spanien, was ich hier schon gesehen habe, so wenn man so Ausflüge macht ja mit dem Motorrad, so am Sonntag, so wie jetzt, werden wir ja bestimmt noch ein paar sehen hier, dann sind sie immer in voller Montur, ja, so was dachte ich, sowas gibt es hier gar nicht, mit Leder und allen möglichen Pipapo und so in der Woche, wenn sie zur Arbeit fahren und oder sonst wo, also zumindest in der Woche, da sieht man so gut wie keinen mit Leder oder sonst was. Klar, ist ja auch sehr unpraktisch, aber ist natürlich auch ein bisschen, ja, ergibt keinen richtigen Sinn. Ne? Eigentlich sollte man es ja dann immer tragen, aber okay, immerhin am Sonntag. So, es gibt noch eine andere Strecke, eine schnellere Strecke hier nach Ronda und so weiter. Aber ich hatte mich entschlossen, die kürzere Strecke zu fahren, die aber länger dauert. Die geht dann halt ein bisschen mehr durch die Berge und ein bisschen mehr zu sehen. Ich wollte nicht schon wieder da Autobahn fahren. Eine ganze Strecke wäre dann Autobahnfahrt gewesen und das mag ich ja nicht so. Und so fahren wir halt hier die Twisties und ich hoffe, dass die Beifahrer nicht anfangen mussten zu kotzen. Denn ganz am Anfang, weiß ich noch, da sind wir mit der NMAX mal gefahren in die Berge und da hat sie dann gleich gesagt, halte an. Und das ist, glaube ich, immer das Problem, wenn man eben nicht auf die Straße schaut, sondern eben nur zur Seite oder so.
Ja, was gibt sonst so Neues hier beim Fuzzi? Wir haben bei uns im Ort schon wieder einen Waldbrand gehabt. Ja, Wald ist ja da nicht da, aber Gestrüpp, ne? Wir direkt unter der Seilbahn und das ist wieder mal ziemlich nah hier den Häusern da gekommen. Da sind natürlich Häuser, aber die Feuerwehrleute haben das irgendwie so geschafft, sogar ohne Helikopter diesmal, das einzugrenzen, dass das nicht auf die Häuser übergegriffen hat. Na, da kommt schon wieder eine ganze Reihe von... Ach nee, die fahren. Ich dachte, die kommen mir entgegen. Bin ich etwa so schnell, dass ich die eingeholt habe? Das ist ja auch sehr merkwürdig. Denn die fahren doch alle wie Wildsäue hier. Oh, da ist auch schon wieder alles abgebrannt hier. Da hat es auch schon wieder gebrannt. So, das scheint wirklich eine langsamere Truppe zu sein als ich. Das ist ja sehr merkwürdig. Das habe ich ja auch noch nicht erlebt. Irgend so eine Harley Club oder irgend sowas. Das habe ich ja echt noch nicht erlebt. Also, El Burgo sind wir hier. Wir fahren jetzt ein bisschen durch die Berge, kommen dann in Ronda an, fahren um Ronda rum und dann ist es nicht mehr weit bis zum Santuario Ortodoxo. Und da werde ich sie dann abladen und fahre dann selber ein bisschen umher. Und ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Jetzt fahren wir erstmal durch El Burgo hier durch. Hier bin ich auch schon mal rechts mit meiner Z900 gefahren. Falls einer diese Strecke sehen möchte, dann schaut bitte in mein Video, was ich hier gleich einblenden werde, den Link. So, gleichzeitig möchte ich wieder mal meine Garmin ausprobieren, ob die Daten, die je mehr Satelliten sie einfängt, desto genauer werden sie ja. Und leider gibt es keine Anzeige, wie viele Satelliten, nur dass sie ausreichend Satelliten hat. Und letztes Mal hat ja nicht mal die Geschwindigkeit gestimmt, das war nicht so schön. Und ja, kommt natürlich immer darauf an hier. Ich habe schon gesehen, dass der Berg hier bei mir an der Küste die Sicht versperrt, also zu wahrscheinlich den wichtigen Satelliten, also mehr im Norden. Und da hat sie dann ausgesetzt. Und ja, jetzt sind wir hier nun mitten in den Bergen. Eigentlich haben wir doch relativ freie Sicht schon. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass da mal die Daten ein bisschen besser werden. Ich weiß aber nicht, ob sie die Satelliten auffrischt, wenn sie aufzeichnet. Denn wenn ich nämlich gleich auf Aufzeichnen stelle, ohne dass sie praktisch im Standby ist, dann fängt sie überhaupt keine Satelliten ein. Das ist wahrscheinlich hat sie da so viel zu tun mit 4K, dass sie das dann nicht macht oder schafft. Oder na, der Prozessor ist ja auch nicht mehr der jüngste. So, das ist eine sehr schöne Strecke hier, die wir jetzt fahren. Wie ich schon sagte, bin ich schon in einem anderen Video gefahren. Könnt ihr euch da auch gerne noch mal anschauen. Aber die ist wirklich sehr schön. Aber manchmal sind auch die Kurven wieder ein bisschen eng. Aber ja, man soll ja nicht meckern. Man soll alles mitnehmen, was man kriegen kann. Ne? Hat hier ein Laster seinen Sand verloren oder was? So.
Ja, die Autos fahren wieder mal sehr weit auf meiner Seite, finde ich nicht so toll, weil die alle nicht wissen, wie breit ihr Auto ist anscheinend. Und es sind auch sehr viele Fahrradfahrer unterwegs. Na, hier vielleicht nicht auf der Strecke, aber da, wo wir gerade gefahren sind, die werden alle überholt und dann, ja, kommt man da von der anderen Seite und dann, ach, Entschuldigung. Ja. Naja, gut. Es gibt schon sehr, sehr viele rücksichtslose Autofahrer. So, naja, da kommt schon der Ausguck hier. Wie gesagt, schaut euch das andere Video an. Da seht ihr, wie es einem Ausguck aussieht. Ein sehr schöner Blick aufs Tal hier sozusagen. Ah ne, hier war das noch gar nicht. Ich bin schon wieder zu früh hier. Ein bisschen kühler jetzt doch hier. Endlich mal ein bisschen kühler. Ja, das letzte Mal bin ich, glaube ich, nee, einmal bin ich runtergekommen mit der Z900 und hochgefahren mit der CB500X, das weiß ich noch. Das ist aber auch schon wieder eine Weile her. So, ich habe übrigens schon 1600 Kilometer jetzt runter, also über. Und jetzt könnte ich ja schon so richtig loslegen, ne? Wie Sau fahren sozusagen. Na, die wollen hier zum Ausguck. Wie gesagt, Video könnt ihr hier sehen. So, der erste Spiegel. Da unten müsste ich mit dem Quad dann mal fahren. Zweiter Spiegel. So, hier sind dann erstmal die engen Kurven vorbei, glaube ich, und jetzt kommen wir ein bisschen aufs windige Oberland. Oh, 24 Grad. Das ist ja mal eine Abkühlung. Da staune ich jetzt mal nicht schlecht, aber ja, wir kommen ja in die Nähe von Ronda. Das liegt ja so ein bisschen in den Bergen und im Winter schneit es da auch, ja. Eine gerade Strecke hier, aber die kommen nicht so oft. Da kommt schon wieder ein Motorradfahrer.
Die können das halt. Ich hoffe nicht, dass mich hier einer überholt und dann in den Graben fährt. Das fände ich nicht so schön. Da wäre ich ja dran schuld praktisch. Grad. Ich glaube, das wird noch kühler hier. Hier ist schon die erste Schneeflocke auf dem Straßenschild. Ja, ich denke mal, die meisten fahren nach Ronda so als Etappenziel, ja, und dann Fotos unter der Brücke und das war's dann. Oder dann über Marbella wieder zurück, da ist ja auch nochmal so eine schöne Serpentine, naja, Serpentine nicht, aber sehr schöne Twisty Road Strecke. Unten auch, ja, mit dem Quad. Oder da rechts. Ich suche schon meine Strecken jetzt. Müssen wir bloß noch einen Händler finden, der mich Probe fahren lässt. Das wird nicht so einfach sein hier mit Quad. Schon ein bisschen hier aufpassen auf der Straße. Da nützt einem die Leitplanke dann als Motorradfahrer auch nichts. Das wäre schön, hier mit einer Drohne zu fliegen. Da macht das bestimmt noch sehr viel mehr her. Jetzt kommen wir gleich zu dem Pass. Da ist es dann wahrscheinlich am kältesten. Mal sehen, wie viel Meter der hoch ist hier. Grad. Hier müsste der Pass jetzt sein, ja. 1190, also fast 1200 Meter.
So, da ganz hinten in der Ferne müsste schon runter sein, denke ich mal.